Den Stadtwerken Schwarz, die uns immer sehr großzügig unterstützen. Und vor allem die Frau Cornelia, die Marketingleiterin, Frau Cornelia Brandt, die jetzt viel aushalten und wissen. Eine besondere Geste, komm bitte vor, Cornelia, ganz kurz. Als Geste einen kleinen Blumenstrauß für dich von Wille übergeben. Verdient einen Applaus. Aufgefallen, dass in der Flut dieser ganzen schrillen, lauten Prospekte, dieser ganzen Werbeflut, die da daherkommen fast täglich, dass da ein leises, weißes Blatt dabei war, beidseitig bedruckt. Und zwar auf einer Seite eine Einladung zu dieser Veranstaltung und auf der Rückseite ein Text, ein einseitiger Text eines Romans der Marianne Fritz. In Faksimile abgedruckt, und zwar eigentlich an jeden Haushalt geschickt, sollte an jeden Haushalt gekommen sein. Das heißt, über 5000 Haushalte in Schwarz haben einen Roman, eine Seite eines Romans zugeschickt bekommen. Das heißt, Schwarz war literarisch da kurz vernetzt, bevor das dann in den Altpapiercontainern gelandet ist. Und das Thema Schwarz braucht keine Literatur, ist eigentlich jetzt der Einstieg in diese Serie, eigentlich kann man sagen, weil der Einstieg war eigentlich die letzten Blättern, Hannes. Gut getroffen. Und Schwarz, würde ich sagen, steht da für jeden anderen Ort, jeden x-beliebigen anderen Ort, und Literatur könnte man mit Kunst gleichsetzen. Wir haben also unser übliches Schema, unser Format der Lesung haben wir diesmal verlassen. Wir machen eine Diskussion, und zwar da hinten Schwarz macht keine Literatur. Und also wir lösen uns von diesem Format der Lesung, wo wir nur zuhören. Jetzt wird diskutiert, jetzt wird geredet über Literatur. Und so haben wir ein fachkundiges Publikum, Podium eigentlich in die Club 2 Situation eingeladen, feine Clubsessel, Couchen. Und haben ein fachkundiges Podium eingeladen, und zwar, da fangen wir an mit unserer Stadtschreiberin, mit der ehemaligen zufälligen Namensgleichheit und Professionsgleichheit, mit Marianne Fritz. Diese Autorin, die vorhin erwähnt wurde, sie ist Susanne Fritz ist Autorin, Regisseurin, Musikerin und neuerdings Musikerin und war Stadtschreiberin in Schwarz 2006 und ist seitdem der Stadt sehr verbunden. Dann Joachim Leitner, Kulturredakteur und Literaturkritiker der Tiroler Tageszeitung. Universitätsprofessor Dr. Walter Metlagel, der Leiter des Forschungsinstituts Brenner Archiv war und dieses Institut ausbaute zu einem überregional bedeutenden Kultur- und geisteswissenschaftlichen Förderstätte. Letzt, der uns schon oft geholfen hat als Mediator, Moderator, ist der Dr. Anton Hütter. Jetzt habe ich ganz eine wesentliche Person vergessen. Ganz wesentlich. Ich habe ja schon gedacht, Mediator oder weiter. Unseren Bürgermeister Dr. Hans Lindner. Nicht nur Bürgermeister.
Bürgermeister, sondern auch Präsident des Landesschulrates, Germanist und sicher noch viele andere Funktionen, heute in einer neuen Funktion, Akteur im Literaturforum. Und zu guter Letzt, jetzt wirklich zu guter Letzt, Dr. Anton Hütter, Philosoph und Organisationsberater, der uns schon oft sozusagen beigestanden hat bei schwierigen Diskussionen. Und jetzt übergebe ich dem Anton das Wort. Danke. Vielleicht ganz zu Beginn stehe ich auch auf, dann bleiben wir natürlich sitzen, weil wir da so in Club 2 Situation haben. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Danke auch Margarita für die Einleitung. Meine Aufgabe ist die Moderation, deshalb sage ich nur ganz kurz etwas zum Ablauf. Das heißt, wir haben uns überlegt, zu Beginn gibt es Statements hier vom Podium zu dem durchaus provokanten Thema Schwarz braucht keine Literatur, wobei natürlich die Frage ist, eventuell könnte man es ergänzen, Schwarz braucht keine schlechte Literatur, aber dann ist natürlich die Frage, was braucht Schwarz für Literatur, welche Literatur ist wichtig. Es gibt also zu Beginn diese Statements vom Podium. Anschließend ist natürlich das Publikum, also Sie, sind dann recht herzlich eingeladen, sich rege und engagiert an der Diskussion zu beteiligen. Vielleicht eine Assoziation, die sich jetzt mir aufdrängt, wenn ich da hier stehe, im Haus der Stadtwerke. Die Stadtwerke sind ja zuständig für die Infrastruktur der Stadt Schwarz, das heißt, sie versorgen Schwarz mit Strom, jetzt über das Glasfaserkabel auch mit Daten. Sie versorgen Schwarz mit Wasser, sie machen die Entsorgung. Das ist also sozusagen diese Infrastruktur, die es für eine Stadt braucht und die unbedingt notwendig ist. Jetzt wäre natürlich die Assoziation, eigentlich braucht eine Stadt ja auch ein, wie soll man sagen, eine geistig-künstlerische, kulturelle Infrastruktur ist genauso notwendig wie die Infrastruktur mit Strom und mit Daten. Und hier tagt normalerweise der Aufsichtsrat in dem Raum und beschließt die Strategie sozusagen für die Stadtwerke. Und deshalb, das wäre eine gute Parallele eigentlich, hier tagt jetzt das Literaturforum und überlegt sich, was braucht es für kulturelle Infrastruktur für Schwarz. Welche Literatur wünschen wir uns? Wie ist es überhaupt mit der Literatur? Hat sie eine Funktion? Wenn ja, welche? Eventuell sagt man auch, Literatur ist autonom und darf jetzt nicht von außen mit Zwecken jetzt befrachtet werden. Wie dem auch sei, das werden wir dann, denke ich, hier hören. So viel einleitend von meiner Seite und ich darf als erstes unsere Literatin und ehemalige Stadtschreiberin, die Susanne Fritz, bitten mit ihrem Statement. Bitte, Susanne. Dankeschön. Ich hoffe, man hört, man versteht uns bis hinten, ja. Sonst einfach bitte ein Zeichen geben. Ich versuche laut und deutlich zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob Schwarz Literatur braucht, Anton. Weiß es nicht. Braucht denn die Literatur Schwarz? Oder kommt sie auch gut ohne diese, Verzeihung, kleine Tiroler Stadt mit großer Geschichte aus? Was heißt überhaupt brauchen? Fragen wir ein deutsches Wörterbuch. Brauchen. Jemanden oder etwas. Das Wörterbuch Warig unterscheidet grundsätzlich zwei Kategorien des Brauchens. Eins. Nötig haben. Seiner bedürfen. Beispiele: Freund, Pflege, Ruhe, Zeit. Oder zweite Kategorie: anwenden, verwenden, gebrauchen. Beispielsatz: Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Ich lese alles aus dem Wörterbuch. Beistand, Erholung, Geld, Unterstützung brauchen. Wir gänzen still. Liebe, Anerkennung, Trost brauchen. Beispielsatz aus dem Wörterbuch. Sie braucht viel Geld für. Heißt, sie verwendet viel Geld für. Dieses Buch kann ich gut für meine Arbeit brauchen. Dieses Gerät braucht viel Strom. Der Zug braucht für diese Strecke 2 Stunden. Das Wörterbuch hält weitere Beispielsätze bereit.
um diesen so schlichten wie vielfältig verwendbaren, also brauchbaren Begriff zu illustrieren. Sie braucht es gar nicht hinzugehen. Er braucht es mir nur zu sagen. Was braucht es da noch viele Erklärungen? Die erste Bedeutung von brauchen, also nötig haben, seiner bedürfen, nochmal Freund, Pflege, Ruhe, Zeit, drückt ein unmittelbares Bedürfnis, eine Notwendigkeit oder schlicht ein unumstößliches Faktum, eine Grundwahrheit aus. Darum spricht man von Literatur auch als einer Kulturtechnik. Einmal gesagt, da steht es für immer. Wie dienlich, nützlich oder notwendig kann, muss Literatur sein, damit wir aus tiefer Seele sprechen. Wir brauchen sie. Aber um Himmels Willen, wen oder was meinen die, die so rufen? Literatur, was ist das? Schauen wir noch einmal ins Wörterbuch. 1. Literatur. Gesamtheit der schriftlichen Äußerungen eines Volkes oder einer Zeit. Also auch die Protokolle ihrer Sitzungen, Dr. Lindner, sind in dieser Definition Literatur, Rathaus- oder Amtsliteratur, warum nicht? Kunstanspruch und Kunstgenuss ist hier nicht gefordert. Briefe, Tagebücher, Einkaufszettel, auch sie gehören zu den schriftlichen Äußerungen eines Volkes oder einer Zeit und sind damit Literatur. Vermutlich kennen viele von Ihnen den Film Fahrenheit 451. Übrigens in diesem Jahr von dem 92-jährig in Los Angeles verstorbenen Ray Bradbury in den 50er Jahren geschrieben und von François Truffaut verfilmt. Mit Oskar Werner in der Rolle des sensiblen Feuerwehrmanns namens Montag. Die Geschichte spielt in einem Staat, in dem es als Verbrechen gilt, Bücher zu besitzen oder zu lesen. Der Staat will seine Bevölkerung unmündig halten. Drogen und Videoleinwände sorgen dafür, dass keine Langeweile einkehrt. Und Langeweile ist auch was Schädliches. Die Menschen sollen sich unterhalten, fühlen und auf dem Laufenden sein. Vermeintlich. Entdeckte Bücher werden auf der Stelle von der Feuerwehr nicht gelöscht, nein, verbrannt, die mit Sirenen zum Einsatz fährt, als brennte es tatsächlich. Dabei geht es nur um ein Buch, um seinen sofortigen, staatlich verordneten Tod. War eine düstere Zukunftsvision. Literatur als Verbrechen, Lesen, Schreiben unter Strafe. Der passende Ort für einen Dichter ist das Gefängnis, sagte der chinesische Dichter Liu Qiwu. Warum sagt er das? Er muss es wissen, wuchs im Gefängnis der Armut auf und wechselte von dort in die Haft als vermeintlicher Staatsfeind. Er lebte isoliert, was er schrieb, blieb verboten, wurde verfolgt, vielfach vernichtet, gelangte nur spruchstückhaft und unter die abenteuerlichsten Wege ans Licht der Öffentlichkeit. Danke, Susanne. Danke, Susanne Fritz, für den Text, für die Präsentation, für die eindrucksvolle Präsentation, für den eindrucksvollen Text auch. Das war jetzt sozusagen aus der Sicht der Literatin, der Autorin. Wenn wir jetzt weitergehen zur, wenn man so will, Literaturwissenschaft oder jetzt auch zum Präsidenten der Ferdinand Ebner Gesellschaft auch. Schwarz braucht keine Literatur, dieser provokante Titel. Darf ich den Walter Mettlage bitten um sein Statement? Ja, da ist es für mich überraschend, dass ein Gleichnis, das ich als Überraschung bringen wollte, schon gebracht worden ist. Ich habe das mit Schwarz braucht keine Literatur einem mir sehr nahestehenden jungen Menschen gesagt, dass das das Thema ist. Und der hat zu mir, er ist selber Künstler, gesagt, eine Stadt ohne Literatur ist wie eine Stadt ohne Trinkwasser. Also Metapher. Ist Literatur ein unabdingbares Lebensmittel?
ich gehe da ein bisschen zurück in die Geschichte der Literatur hier in Schwaz. Bitte nicht böse sein, dass ich da ein bisschen zurückreflektiere, aber ich beziehe mich hier auf einen Literaten, der von 1934 bis zu seinem Tod 1968 in Schwaz auf dem Weg nach Freundsberg gelebt hat, Ludwig Erik Thesa. Wir haben einmal zusammen ein wunderbares Thesa-Symposium hier in Schwaz gemacht, wo Fragen, die sich mit dieser Fragestellung verbinden, durchaus auch auf eine sehr seriöse Art und Weise behandelt wurden. Und ich kann also mit Stolz feststellen, dass wir den Nachlass von Ludwig Erik Thesa ins Brenner-Archiv an die Universität Innsbruck gebracht haben und dass sehr viel über Thesa gesagt und geschrieben worden ist. Es gibt verschiedene Aspekte, die mit dieser Grundfrage hier, braucht Schwarz eine Literatur, zu tun haben. Und ich darf also zwei Stellen aus Briefen von Ludwig Erik Thesa, die sind nicht übermäßig lang, zitieren, damit man sieht, wie einer der markantesten Literaten dieser Stadt, das sage ich, obwohl heutzutage nicht mehr so die Rede von ihm ist, von sich gegeben hat. 1954, am 29. Jänner, schrieb er einen Brief an einen Schriftsteller, der damals als Lektor in Spanien lebte, Wilhelm Muster, und später ein berühmter Übersetzer aus dem Spanischen wurde. Und in diesem Brief heißt es, auf eine sehr persönliche Art und Weise geschrieben: Wir Menschen haben zu handeln, nicht, mindestens nicht bloß, zu reden. Das Entscheidende des Menschen ist die wissende Handlung. Drüber, er hat so fast ein bisschen einen Wiener Dialekt geschrieben, drüber wäre viel zu sagen, umso mehr, als es gerade diese Handlung ist, die den Menschen hinwiederum stets verstrickt in den Zwiespalt von Gut und Bös. Auch Denken entsteht aus Handlung und ist eigentlich zugleich Handlung. Je mehr es sich aus der Handlung herausfallen lässt, das Denken, die verliert, desto blasser wird's, das Denken. Die Gefahr unserer heutigen Literatur. Darum hast du, also Wilhelm Muster, völlig recht, einen einzigen Menschen wirklich lieben, wiegt alle Traktate über Liebe auf. Hüten wir uns überhaupt vor den Abstraktionen, ja schon vorm Abstrakten, darum vor Verallgemeinerungen. So meine Erfahrung wenigstens. Die Verallgemeinerungen und die Abstraktionen betrügen uns gern selbst und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Aber gerade sie sind die gedankliche Krankheit des Heute, die Abstraktionen. In den meisten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, pädagogischen, Thesa war der Durchbruchspädagoge in Österreich übrigens, der Erfinder der Volkshochschule in diesem Land. Plänen, also in den meisten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, pädagogischen Plänen und auch in den vorschnellen Behauptungen so vieler Schriftsteller und Journalisten. Wir alle sind heute zu dogmatisch. Ich versuchte zeitlebens, den Dogmen auszuweichen,
Sie säen Hass und Mord. Bleiben wir im Konkreten, im einzelnen Fall, bei uns selbst und bei den anderen. Das ist die eine Briefstelle. Die andere ist an einen Künstler gerichtet, an den Sepp Orgler, der Onkel von Wilfried Kirschl, dem Maler, nicht? Der Brief ist geschrieben am 26. Februar 1941. Ein Jahr darauf ist Sepp Orgler als Soldat an der Front vor Moskau gefallen, hat den Krieg nicht überlebt, war ein wunderbarer Zeichner, ein sehr, sehr guter Künstler. Tesa schrieb damals an Sepp Orgler: Was dem Künstler auf seinem Weg im Leben begegnet und nicht nur ihm, sondern all denen, die vereinzelte Wege gehen, es ist irgendwie das Übermächtige, das Überwältigende. Und wenn Sie fragen, aber was ist dieses eigentlich, so könnte ich antworten, das Wahre, das Gute, das Schöne. Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg, wohlgemerkt. Aber diese Worte sind nicht zuletzt heute blass. Und darum sage ich lieber, es ist das Andere. Das Andere, als dem wir sonst begegnen und das wir selbst sind. Mag sein, dass dieses Wort etwas zeitbedingt ist. Ich könnte darum auch sagen, das Heilige, ja, das übermächtig Heilige. Nur dürfen Sie dabei nicht in das an das bloß Konfessionelle denken. Dem übermächtig Anderen, dem überwältigenden Heiligen muss der Künstler begegnen und von ihm erschüttert sein, aufgewühlt und ergriffen. Und aus dieser Ergriffenheit und Begegnung gestaltet er, auch der Schriftsteller wohlgemerkt, gestaltet er, denn solche Gestaltung ist ja, was den Künstler ausmacht. Aber was? Was soll er gestalten? Nun, der Stoff, der spielt keine Rolle, ob er einen Baum malt oder einen braunen Weg, der sich durchs aufgebrochene Land im Frühling windet, ob er das Gesicht einer Prostituierten malt oder eine fliegende Krähe, einen Kranken zeichnet oder einen Kalkofen. Niemals ist das Was des Stoffes, das entscheidet. Immer ist das Erschüttertsein von der Begegnung mit dem Anderen in eben diesem Stoff. Wenn die Kreatur und zumal der Mensch Gottes Antlitz trägt, dann muss Gott auch noch in der gemeinsten Dirne und im verstocktesten Verbrecher sich aufweisen. Und das Andere und Heilige, das uns im klaren Wiesenbach bewältigt, kann in der stinkenden Gosse von Fabrikshäusern nicht völlig verloren sein. Der Fluch freilich über jenen, die die Menschen zu Dirnen und Verbrechern und die Klarheit zur Kloake machen, wird dadurch nicht geringer. So zitiere ich also Ludwig Erich Tesa im Zusammenhang mit einer schwarzer Antwort, nicht auf eine Frage, die die Stadt Schwarz betrifft. Wie Sie gehört haben, hat er seine Vorbehalte gegenüber bestimmten Formen von Literatur. Es kommt also darauf an, welche Art von Literatur das ist. Ich gebe hier jetzt noch keine Antwort, wir diskutieren weiter, sondern schließe hier das als These einmal ab. Danke sehr, danke sehr. Danke sehr, das war jetzt sozusagen
ein bisschen der Blick auf das Thema und auf die Sache auch aus Sicht der Literatur, Wissenschaft, wenn man so will, und des sich Beschäftigens, auch jetzt mit der historischen Blick. Gehen wir in die Gegenwart, das heißt Literatur und Medien, Literaturkritik. Wir haben vorher gehört, 82.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Wenn man jetzt die Frage stellt, braucht Schwarz oder welche Literatur braucht Schwarz, denke ich, das ist ja eigentlich, wer soll sich hier noch orientieren in dieser Welt? Und da ist natürlich die wesentliche Aufgabe der Literaturkritik oder des Feuilletons, der Zeitungen, eigentlich aus meiner Sicht könnte das eine Aufgabe sein. Wie siehst du das? Ja, also würde da zustimmen. Also ist sicher eine der Aufgaben. Jetzt, ich bin ein bisschen erschlagen von der Zahl 82.000, die im Moment ungefähr 20 Rezensionsexemplare bei mir daheim rumliegen. Und denke mir, da kommt noch was. Aber grundsätzlich ist es sicher so, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen in der Situation sind, da ein bisschen irgendwie Ordnung schaffen zu wollen. Wobei uns jetzt natürlich die Literaturlandschaft, sprich Verlagslandschaft, sprich Marketing und die ganzen Geschichten nicht unbedingt helfen, indem sie eben gewisse Bücher ins Unermessliche pushen. Also Beispiel jetzt gerade dieses Nachfolgewerk von der Frau Harry Potter, das jetzt von der Frau Rowling, das allein in Deutschland jetzt, glaube ich, mit einer 500.000 Startauflage rausgeschossen worden ist. Und natürlich, man hat es nicht lesen dürfen und eine riesen Geheimniskrämerei und so weiter. Und in diesem ganzen Hype um ein Buch gehen natürlich da, ja, gefühlte 5.000 andere verloren, weil sie... Du bekommst von ganz oben, also bei uns ist halt dann so, kommt halt der Chefredakteur, macht's was über die Rowling. Sicher macht man. Ja, hab's das Buch schon, nein, kriegen wir nicht. Ja, warum? Ja, kriegt keiner. Also kriegt ja auch der Spiegel nicht. Aber es müsste schon mal desinteressiert die Leute. Also wir werden ja schon einmal, also wir sollen ja so schreiben, also wir sollen das schreiben, was die Leute interessiert, und gleichzeitig deine Forderung, die ja vollkommen berechtigt ist, wir sollen auch das schreiben, von dem wir glauben, dass es für die Leute einen Wert hätte. Und in dem Ding reiben wir uns eigentlich den ganzen Tag auf und werden dann zum Teil dafür beschimpft, dass wir irgendwas nicht machen und was irgendwas anderes machen. Und dann wird natürlich ein bisschen Verschwörungstheorie den machen sie, weil der Leiter mag den und den macht er nicht oder so. Gehört dazu, muss man damit leben, ist durchaus auch nicht unspannend. Aber eben, es ist, wie du völlig richtig gesagt hast, unsere Aufgabe ist, da ein bisschen Ordnung reinzuschaffen. Also natürlich irgendwie rauszufinden, was ist jetzt gute Literatur, wie es der Herr Professor irgendwie angedeutet hat, alles bräuchte es vielleicht wirklich nicht. Wobei das natürlich dann hart ist. Also grundsätzlich komme ich aus einer doch vielleicht ein bisschen postmodernen Ausbildung her, also grundsätzlich ist einmal jeder Text unglaublich wichtig. Auch der mir am wenigsten gefällt, der ist sehr, sehr wichtig. Und in solche geschmäcklerischen Gefilde will man sich dann gar nicht vorgeben, weil grundsätzlich gehe ich auch davon aus, dass jeder Text einen Leser verdient und jeder Text, auch der mir nicht gefällt, ist von jemandem geschrieben worden, der sich ja was dabei gedacht hat. Also der hat sich ja hingesetzt und wollte es machen. Und da jetzt drüber zu fahren, wie es viele Kollegen von mir, auch namhaftere, sehr gerne machen, also das ist schlechte Literatur, ist sehr, sehr unsympathisch. Also zumindest einmal unsympathisch ist es und man nimmt natürlich viele Sachen dann auch irgendwie, man fährt einfach drüber, weil man halt irgendwie, das ist eine schwierige Situation. Also für mich, wenn ich ein Buch lese oder auf den Tisch geknallt kriege, wie es zur Zeit eben ist, weil Herbstprogramme, Buchmesse, wir haben es ja schon gehört, man muss sehr viel abarbeiten, jetzt wird der Buchpreis der Deutsche vergeben, man sollte die ganzen gelesen haben, weil man muss ja dann kommentieren, ob der gewonnen hat, auch der ist, der zu Recht gewonnen hat und so weiter. Und da musst du dann bewerten und da muss zumindest, verlange ich es von mir und hoffe, dass es meine ganzen Kollegen auch so sehen, da muss man wenigstens diese kleine Form der Demut haben, dass man sagt, hey,
Da hat sich einer hingesetzt, der wollte, oder eine hingesetzt, die wollte diese Geschichte schreiben, dieses Experiment wagen. Und man muss sich nur diese Frau Fritz, also die andere Frau Fritz, Marianne Fritz anschauen. Also so ein Buch schreiben, das ist ja schon am also da gibt es noch wie viele verschiedene, wie viele weitere Bände? Da gibt es 5 Bände von dem Ding, das sind 2000 Seiten. Und das ist wahrscheinlich nicht leserlich. Also das ist aber nicht gefällig, nicht leicht, genau. Nicht leicht zu konsumieren. Es ist verdammt viel Arbeit, das zu lesen. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Arbeit es ist, das zu schreiben, weil sie sich ja mit jeder Seite was denken. Und wenn ich jetzt hergehe und da 5 Zeilen, bis zum Teil der Fall ist, sage, gescheitert. Na dann muss ich aber schon, also ich entschuldige mich für den Ausdruck, da muss ich Eier holen. Und ich soll es dann auch im besten Fall argumentieren können. Den Platz habe ich nicht, aber zumindest für mich sollte ich es argumentieren können, warum Marianne Fritz gescheitert ist. Was ich jetzt nicht glaube, dass es ist, ist jetzt halt blöd falsch. Es ist ja oft so, dass, denke ich, die Leserin oder der Leser gar nicht weiß, dass zwischen der Autorin einerseits und dem Autor und dem Leser der Literaturbetrieb dazwischen ist, der ja durchaus sozusagen mit immer professioneller werdenden Marketingstrategien. Oftmals weiß, denke ich, die Leserin oder der Leser nicht, dass zwischen der Autorin oder dem Autor und dem Leser ja dieser Literaturbetrieb dazwischen geschaltet ist, wo immer häufig und immer mehr auch mit sehr professionellen Marketingstrategien gearbeitet wird. Und wenn es eben 62.000 Neuerscheinungen gibt, ist natürlich die Frage, wie orientiert man sich? Und ich will ein bisschen darauf hinaus, eventuell hat so eine Einrichtung wie das Literaturforum hier auch durchaus jenseits der etablierten Institutionen wie Feuilleton und ähnliches mehr, vielleicht könnten so, wie soll man sagen, zivilgesellschaftliche Organisationen wie jetzt ein Verein, eine Organisation in einer Stadt, die eingebunden ist, die jetzt vielfältige Beziehungen hat, die solche Veranstaltungen macht, vielleicht könnte man dort auch eine Orientierung herausholen, weil sonst, wenn jemand in eine Buchhandlung geht, die Fülle erschlägt ihn zuerst einmal. Und wenn er ins Internet geht, und dann die Orientierung wird eventuell immer wichtiger. Da ist natürlich das Leitmedium in Tirol, die Tiroler Tageszeitung, wichtig, ja, selbstverständlich. Aber eventuell wäre auch wichtig, hier einen Bezug herzustellen zwischen den regionalen Organisationen, wenn man so will, zum Beispiel Literaturforum einerseits und jetzt Medium andererseits. Das wäre so ein bisschen... Absolut. Wäre das so in deinem Sinne? Das wäre natürlich das Idealste, also das wäre... Der Traum, also für jeden, wenn der Bezüge literaturaffin ist, der natürlich sowas ist ja großartig. Oder? Da sitzen 4, 5 mehr oder weniger honorige Personen, die ein paar kennt man, ein paar kennt man nicht, ein paar haben was geleistet, ein paar haben nichts geleistet und trotzdem kämen keine Ahnung wie viel Leute. Also, 50 sind wir, denke ich. Ist ja großartig. Ja. Also, und da natürlich geht dann was los. Also da kommt dann dieser, und da kann man diesen Betrieb, also diese unglaublich nervigen Marketingfrauen, die nie, oder es sind in der Regel Frauen, nichts gegen Frauen, aber im Marketing arbeiten anscheinend mehr Frauen als Männer. Sehr professionell. Sehr großartig, top vorbereitet, reden, führen mit mir ein Verkaufsgespräch. Also die rufen mich und haben sie das neue Buch von dem und dem schon bekommen? Ja. Haben Sie es schon gelesen? Nein. Und dann erzählt sie mir, wie super das Buch ist. Und dann muss ich sagen, jetzt lassen Sie es mir mal lesen. Aber du wirst natürlich, also deren Job ist es, mir das Buch zu verkaufen, so dass ich es dann so hinschreibe, dass dann drüben in der Galerie Buchhandlung so viele wie möglich verkauft werden. Wer, so, jetzt sage ich einfach so, wer zum Beispiel eine Überlegung, eventuell gibt es ja mehrere Literaturformen, dass die Tiroler Tageszeitung sagt, einmal im Monat oder wie auch immer, könnte das Literaturforum ein Buch vorstellen? Ja, muss man... Ohne, dass Sie jetzt natürlich Inserate bezahlen. Ich fände die Idee wunderbar. Zum Beispiel. Nur eben, du hast umgesprochen, ja. Also es gibt ja dann oben mir noch ganz, ganz viele Leute, die eher auf sowas wie ökonomische Sachen schauen. Also ja. So, können wir uns das leisten? Das ist ja dann, braucht schwarze Literatur, können wir uns Literatur leisten? Das ist ja so. Und die werden dann sagen, na... Müssen wir schauen, aber vielleicht... Aber vielleicht liest ja die Jutta Schutting, glaube ich, im Literaturhaus. Oder, nein, Moment. Der. Nein, jemand anderer. Wie heißt sie? Entschuldigung. Im Literaturhaus heute. Die Claudia. Im Literaturhaus. Die Claudia Schutting? Nein.
jetzt habe ich mir den Namen vertan, ist wurscht. Ja. Ja. Ein sehr bekannter. Das Literaturhaus wäre natürlich auch so eine Einrichtung. Ja, ja. Wo man eventuell. Ja, die haben wir ja deswegen. Die scheinen schon, die Lene Tscharow. Nein, die war schon. Die war schon. Ja. Schauen Sie, okay. Ich bin in einer Woche im Urlaub. Ja. Danke, Joachim Leitner. Das wäre sozusagen, denke ich, jetzt die Betrachtung unseres Themas jetzt aus Sicht der Literaturkritik, aus Sicht der Medien. Als letztes, wie sagt man, last but not least, natürlich das Thema Politik. Walter Mettl-Ackl hat es angesprochen, ins Handeln zu kommen. Da wäre jetzt das Thema, welche Literatur braucht Schwarz, vielleicht auch der Bezug der Literatur zur Politik. Ich denke, die Politik arbeitet auch mit der Sprache. Das ist das wesentliche Medium für den Politiker. Wie siehst du das, Hans? Ja, Literatur und Politik ist sicher ein ganz eigenes und interessantes und wesentliches Thema, aber zuerst einmal ist für mich einfach ganz interessant der Titel gewesen. Wie ich die Einladung bekommen habe, Schwarz braucht keine Literatur, war einmal zuerst eine gewisse, wie soll man sagen, so eine Art Innehalten. Ja? Innehalten, was soll dieser Titel? Ja? Und dann habe ich mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Und jeder, der heute hierher gekommen ist, hat sicher auch, wenn er diesen Titel aufgenommen hat, sich überlegt, was heißt Literatur und Schwarz? Welche Beziehungen gibt es zwischen den beiden Begriffen, Inhalten, Verhältnissen? Schwarz, das ist einmal die Summe von 13.000 Bewohnern. Das ist auch die Summe von weiteren vielleicht 10.000 Stadtbenutzern. Das ist auch die Summe von so vielen schon verstorbenen Schwarzerinnen und Schwarzen. Ja? Und das ist auf der anderen Seite damit auch die Geschichten, die alle diese Menschen im Laufe von Jahrhunderten und von Gegenwarten erzählen. Und sich einzulassen auf diese Geschichten, das ist Politik im Wesentlichen auch. Und das ist natürlich auch ganz ein entscheidender Faktor in der Beziehung zwischen Schwarz und Literatur. Das heißt, Literatur ist auch Begegnung. Der Professor Mettl-Ackl hat zuerst erzählt und beschrieben, dass der große Desa ganz tiefe Gedanken geäußert hat und einige davon hat er uns heute transportiert. Und der große Desa hat in Schwarz auch Wechselfälle des Lebens und der politischen Prozesse erlebt, selber leidvoll und teilweise handelnd. Und so sind viele bei uns in Schwarz derzeit und in der Vergangenheit und sicher auch in der Zukunft ganz entscheidend auch tätig, indem sie Geschichten produzieren, Geschichten sind, Geschichten erzählen. Und jetzt ist die Frage, wie sehr sind wir in der Lage, Geschichten aufzunehmen. Und Politik ist auch das Begegnen mit Menschen und Begegnen mit Geschichten. Und die Frage, wie lasse ich mich auf solche Geschichten ein, die also in unterschiedlichen Sprachen erzählt werden, bei uns heute in Schwarz, und in aus unterschiedlichen Kulturen kommen, aus unterschiedlichen Altersgruppen entstehen und oftmals ganz berührend, oftmals sehr abstoßend sind. Und insofern glaube ich, dass Schwarz einfach Literatur ist. Es ist Literatur. Es braucht nicht Literatur, es ist Literatur. Und es ist, wenn man sich einlässt auf diese Menschen und auf diese Orte und auf diese Geschichte, dann erlebt man die Geschichten. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser heutige Abend durchaus in der Lage ist, uns in diesen Sichtweisen zu stärken. Und ich war heute sehr berührt von dem, was ich gehört habe. Zuerst schon einbegleitend, zuerst einmal das, was unsere ehemalige ganz große Stadtschreiberin, die mir ganz persönlich ganz wichtig geworden ist, was sie uns erzählt hat. Sie hat von den Buchstaben begonnen und hat diese Buchstaben dann zu Wörtern verbunden
Und die Wörter sind dann zu Geschichten geworden. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was das Thema heute uns vielleicht auch darstellen möchte. Und was der Professor Mettlagl und vor allem auch ein Kulturkritiker und ein Literaturkritiker erzählt. Ja? Vor der Menge, der riesigen Menge von literarischen Produkten eines Jahres, da geht man ja fast nieder. Da wird man ja ganz demütig und dann hat man das Gefühl, man isst gar nichts, sonst dann spürt man aber doch, dass das nicht wahr ist. Und das ist eigentlich auch etwas Schönes, wenn man wieder spürt, dass das nicht wahr ist. Und dass man also, wenn man sich auf Literatur einlässt und wenn man die bespricht, auch selber eine Geschichte für sich entwickelt. Natürlich, das Literaturforum in Schwaz ist ein wesentlicher, von der Stadt unterstützter und sozusagen. Ein Kind der Stadt. Genau. Ja, ein Kind. Inzwischen ein schönes Kind. Ja. Fein, vielen Dank. Billiges Kind. Billiges. Momentan. Aber über das Geld reden wir heute nicht. Darf ich kurz was anhängen? Bitte, ja. Ich glaube, Sie haben mir jetzt erklärt, warum. Jetzt habe ich fast was begriffen, weil ich bin ja ein bisschen hängen geblieben hier in Ihrer Stadt. 2006 ja, war ich zum ersten Mal da, ziemlich vor genau einem Jahr. Dass jeder Mensch eine Geschichte ist, und zwar die Lebenden wie die bereits Verstorbenen. Und deshalb, es ist ja schon so eine unglaublich komplexe Überschaubarkeit in dieser Stadt. Ich liebe die Provinz und ich liebe Orte dieser Größe. Es ist alles da, die ganze Welt ist da. Aber ich kann ihr noch begegnen, ich habe noch eine Chance, sie ist nicht versunken in Anonymität. Und das ist wirklich etwas Literarisches. Also in dem, zu dem ich mich inzwischen ja auch in meinem eigenen Schreiben bekenne, dass ich Provinzliteratur schreibe, in diesem Sinne der konkreten Erlebbarkeit auch. Und was aber auch natürlich mit Fabulia, mit der Fantasie ganz enorm zu tun hat, die jeder Mensch braucht, um sein eigenes Leben zu erzählen oder um einen anderen zu verstehen. Schön, also habe ich ganz tolle Stichworte heute von Ihnen bekommen, von allen Seiten, vielen Dank. Weil der Toni, ja. Der Toni und ich, wir haben eine lange gemeinsame Geschichte auch, gell? Hin und wieder. Ja. Ich habe heute ein begleitender, wie wir uns getroffen haben, aber uns erinnert daran, Literatur und Schwarz, das war für uns auch eine Begegnung mit ganz einer besonderen Form von Ängsten. Ja? Zum Beispiel, wie wir beim damaligen Jugendzentrum, wir beide waren in diesem Jugendzentrum tätig, eingeladen haben, die Rote Grütze von Berlin, 1981. Ja? So. Und die haben aufgeführt, das Stück, was heißt hier Liebe. Und dann ist es uns verboten worden, dass es aufgeführt gibt's wird. Gibt es eine spezielle Szene? Unglaublich. Stück, ja. Und da, ja, die darf, durfte oder sollte da nicht gezeigt werden. Ja. Weil es gab da Ängste und Sorgen und Attacken und Dinge. Und also das ist auch Literatur in Schwarz. Gell? Also Literatur in Schwarz ist ein ganz reiches und weites Feld. Da hat man auch gesehen, was jetzt natürlich, welche Widerstände so etwas auch hervorrufen kann, wenn die Literatur an so tabuierte Zonen herankommt. Vermutlicherweise gibt es die heute nicht mehr. Das, was damals das auch von der Behörde inkriminiert worden ist, das ist heute, wie soll ich sagen, also das lockt heute niemand mehr hinter dem Ofen hervor. Danke für die Geschichte auch, und da sieht man, wie sich das natürlich ändert. Heute wird es niemanden, wenn wir heute wieder die Veranstaltung machen, das wird heute eigentlich niemanden jucken. Gut, danke sehr. Jetzt ist das Publikum natürlich dran. Zu diesem Thema, Schwarz braucht keine Literatur, Ausrufezeichen. Ich stehe mal auf, dass ich alle sehe. Gibt es dazu Willi, bitte? Also, als Kind, wie der Herr Bürgermeister uns genannt hat, Literaturforumsmitglied, freue ich mich, dass das Literaturforum Schwarz so viel Mut beweist und immer bewiesen hat, dass es sich drüber traut, doch Literatur auszuwählen und es dem Publikum in Schwarz vorzustellen. Es ist zwar gesagt worden, Schwarz ist schon Literatur und man braucht keine Literatur, ich bin aber davon überzeugt, man braucht auch noch andere Literatur als nur sich selbst.
und Schwarz und die eigenen Geschichten, die natürlich sehr interessant sind, das gebe ich zu, und da könnte man allein genügend Lesungen und solche Veranstaltungen auch durchführen. Das hat mich auch sehr imponiert, diese verschiedenen Standpunkte jetzt hören zu können. Und ich glaube, dass allein deshalb der Abend schon Sinn gemacht hat und den Leuten, dem Publikum gefallen wird. Wir haben inzwischen ein gewisses Stammpublikum uns erarbeitet. Das heißt, ich hoffe es wenigstens, ganz so schlecht kann unser bisheriger Weg nicht gewesen sein. Und wenn ich mir noch was wünschen darf an diesem Tag, wo wir schon über Literatur und das Literaturforum auch reden, dann ist es einmal, dass nicht nur zu so einem Anlass, zu einer Diskussion, so viele interessierte Leute auch aus der Öffentlichkeit, aus der Politik kommen, sondern möglichst oft. Ein weiterer Wunsch, dass auch in Zukunft Lehrer junge Leute motivieren, so wie heute, wo wir hier vier Schüler aus dem Paulinum mit drei Professoren da haben, dass das nicht abreißt, freue ich mich ganz besonders, weil ich an der Schule unterrichtet habe und das lange Zeit auch so gehandhabt habe. Ich würde einen Wunsch auch an die Presse äußern, die natürlich es ganz schwer hat und das auch gestillt hat, wie schwer es ist, dass auch das kleine Literaturforum in Schwarz nicht gänzlich unter den Rost fällt. Gerade ist die Frau Limitscharow gefallen. Das habe ich mich so bemüht, dass wir auch einmal, weil sie nicht nur in Schwarz, sondern auch in St. Johann und in Innsbruck gleich gelesen hat, vielleicht irgendeinen Artikel einmal hineinbekommen. Es ist ja inzwischen so, dass über Literatur, über Lesungen nie mehr berichtet wird, seit man die Bezirks-TT-Stellen gekürzt hat oder wie auch immer, ist ja kaum je möglich, dass irgendwer kommt. Also ich habe noch nie erlebt, dass von einer Lesung berichtet worden wäre, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht im Vorfeld, damit möglichst viele Leute aufmerksam gemacht werden. Ist mir diesmal leider nicht gelungen, aber ich bin schon dankbar gewesen, dass die Ankündigung mit Bild wenigstens drinnen war. Also wir brauchen auch irgendwen, der das natürlich weiter berichtet. Unsere Arbeit, die wir gerne tun und sicher ehrenamtlich machen, sind wir ein liebes Kind der Stadtgemeinde diesbezüglich. Hin und wieder freuen wir uns, wenn es auch ein bisschen bedankt wird oder zumindest gesehen, beobachtet. Auch durchaus kritisiert wird, auch das freut uns. Danke, Willi. Weitere Wortmeldungen bitte. Was wünschen Sie sich als Publikum jetzt vom Literaturforum? Welche Literatur braucht Schwarz? Welche Funktion hat eventuell die Literatur? Und gehen wir dann wieder zurück ans Podium. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber mir geht schon die ganze Zeit durch den Kopf, dass das der Titel impliziert etwas, womit ich nicht ganz klarkomme. Mhm. Also braucht Schwarz Literatur? Wer ist Schwarz? Mhm. Und welche Art von Literatur? Wer repräsentiert dieses politische Gebilde der Stadt Schwarz? Sind es wir? Das ist mir aber zu ungenau. Gibt es eine Monopolisierung im Geschmack durch irgendeine Institution? Mhm. Wer ist Schwarz? Also wie ist das aufzufassen? Das würde ich gerne zur Diskussion stellen, weil da natürlich eine ganze Menge mitschwingt an Geschmacksbildung, an politischem Zündstoff natürlich auch, welche Form von Literatur man braucht. Ja, was für ein Begriff von Weite und Toleranz oder wie auch immer, es ist eben schon angesprochen worden, dass sich in der Beziehung die Zeiten geändert haben. Das würde ich gerne zur Diskussion stellen, weil mich das, wie gesagt, irritiert. Danke für die Frage auch. Das wäre also, wenn es heißt, Schwarz braucht keine Literatur, Rufezeichen, wäre jetzt die Frage, wer ist es? Ist es jetzt, ist es das Literaturforum? Sind es die Bildungsbürger? Oder sind es alle? Der Bürgermeister hat ja die Ziffern genau genannt, 13.000. Und wie viel die Tagesgäste? 10.000. 10.000, die
Ich habe Zähne, gell? Du hast ja Hoffnung dabei. Ja. Ich muss ja sozusagen professionell als Optimist, der Bürgermeister muss ja professionell Optimist sein. Was das betrifft. Wortmeldungen? Ja, aber das ist natürlich schon, finde ich, sehr ernst zu nehmen. Es ging jetzt ein paar Mal um diesen riesen Bücherberg und Himmel, wer schafft mir da jetzt Orientierung, sagt, was ich lesen soll? Mhm. Eigentlich schon traurig die Frage, was soll ich tun, sondern was soll ich lesen? Also gesagt, im Grunde muss ich davon ausgehen, dass alles irgendwie für irgendjemanden lesenswert ist, so wie jeder Mensch liebenswert ist und irgend auch zusammenfindet mit anderen. Da muss man uns selber auch mal fragen, welche sind unsere Kriterien oder machen wir uns die Mühe, vielleicht doch mal stöbern zu gehen und ganz auf zu forschen eben und zu suchen und zu versuchen und uns nichts vorsetzen zu lassen und da eben nicht die Pflicht und die Zahlen und die großen Titel oder ja, auch nicht mal den Feuilleton fragen. Absolut. Ja? Also, bitte nicht so. Gibt es uns nicht zu viel. Und Micha schlägt das Licht für. Ich bin nächste Woche auf der Bücherbuchmesse. Ich finde es ein Rausch und es macht mich glücklich und ich denke, jeder Mensch findet sein Buch da drin. Lassen wir uns Zeit, schauen wir in alle hinein, ja? Und dann brauche ich keine Vorschriften, was brauche ich. Und möchte ich Ihnen sehr viel sehr danken für diesen Einwurf. Ja. Machen wir bitte nichts Politisches aus, was ich brauche und was ich nicht brauche, ja. Oder? Ja, genau. So individuell wie möglich. Ja. Das wäre schön. Ja. Der Willi Gössainer hat da also ganz etwas Richtiges gesagt und hat vor allem eine Kritik angebracht an etwas, an einer Aussage von mir, die er hat er zu Recht angebracht, ja, und ich muss da etwas zurücknehmen. Im Überschwang der Gefühle habe ich also gesagt, Schwarz ist Literatur und braucht nicht Literatur. Das ist falsch gewesen. Es ist Literatur und ich muss ihm Recht geben, braucht auch Literatur. Das heißt also, das Literaturforum als wichtiger Vermittler ist, glaube ich, auch so ein ganz entscheidender Faktor, so wie jeder Lehrer, jeder Erzieher, jeder Vater, jeder Mutter, jeder andere, brauchen wir also auch das andere und damit auch Literatur. Also da hat er in meiner Meinung ganz recht gehabt, das zu kritisieren, das war der Präzisierung gut sozusagen. Gut, ja. Danke. Aber wir haben es, glaube ich, eben, also da gebe ich mir Bürgermeister absolut recht, man muss vielleicht da einfach nochmal unterstreichen, auch wenn es wahrscheinlich jeder da schon tausendmal gehört hat, Literatur ist nichts Fixes. Ja. Also wenn Schwarz Literatur ist, heißt das noch lange nicht, dass nicht neue Texte dazukommen oder neue Elemente dazukommen. Das haben wir ja bewiesen in diesem historischen Exkurs vor 30 Jahren, wo das und das ein Skandal, wenn du es heute machst, ist keins. Das heißt, es verändert sich. Mhm. Ich gehe nicht ganz mit dir konform, ich glaube, es gibt genug Tabus immer noch. Mhm. Und du kannst immer noch damit rechnen, dass da die Polizei kommt, wenn du was anderes machst. Mhm. Aber legen wir es nicht darauf an, weil es Skandalisierung und Empörung ist. So was zum Beispiel passiert. Das ist eine Kiefer-Haus. Naturgemäß 1, entweder Angstschweiß ohne End. Oder pluralhaft, es ist ein Ros entsprungen, naturgemäß 2. Naturgemäß 3. Rühr mich nicht an, oder doch? Noli me tangere. Weder verweisen noch verbannen, weder entfernen noch ausstreichen, weder tilgen noch über die Türschwelle werfen. Weder tilgen noch über die Türschwelle werfen. Weder verweisen noch verbannen.
Roman je länger je lieber ist nicht Roman je länger je lieber. Du sollst nicht trennen, was nicht verschieden ist. Abgesehen davon, dass... Was heißt Gesetz, wenn man es nicht bricht? Was heißt Ausleihen, wenn man es nicht vergisst? Was ist Erniedrigung im Wort, wenn sie sich aufheben muss? Jeder ist nicht Alphabet. Die kleine Flussschrift ist wie das Entlanggehen an einem Ufer, wieder die Laufrichtung des Wassers. Mit der kleinen Flussschrift kann folglich das Einzugsgebiet des Meeres, des Stromes, des Flusses, des Baches, des Rinnsals, der Quelle vermessen werden. In der kleinen Flussschrift bekommt das Schwindende das Gesicht des Aufscheinens, die Form des Daseins, die sich gegen das entschwundene So-Sein scheinbar in dieses aufbewahrenden Sinne wendet. Jedoch im gespenstischen Dasein zur steten Wiederkehr gezwungen ist. Denn gespenstisches Dasein kann sich nur auf diese Weise des Daseins bemächtigen, indem es sein So-Sein noch einmal entwirft. In der kleinen Flussschrift bekommt das Schwindende das Gesicht des Aufscheinens, die Form des Daseins, die sich gegen das entschwundene So-Sein scheinbar in dieses aufbewahrenden Sinne wendet, jedoch wirklich nur einmal im Augenblicke des Auftauchens, das gleichzeitig ein Eintauchen ins Es war einmal ist. Sprache noch etwas anderes, wenn ich, da schaue ich natürlich den Walter Mittler. Das Bezogensein, du hast vorher genannt, auch das, auf das Du hin orientiert sein, sozusagen die Möglichkeit, auf einmal ganz eine andere Art der Begegnung auch. Das ist ja auch in den Texten ein bisschen vorgekommen. Ich setze wieder einmal beim Thesar an, ohne langweilig sein zu wollen. Der Thesar hat sich, wie schon erwähnt, als erster mit dem Kokoschka auseinandergesetzt, literarisch, in Verbindung mit dem Superliteraten Karl Kraus, Herausgeber der Fackel. Der Thesar hat sich hier in Schwarz mit mehreren bildenden Künstlern auseinandergesetzt,
mit einem auf eine Art, dass er ihn nicht mehr erleben konnte. Das war also der Architekt Guido Heigl, Bauhausarchitekt hier in Schwaz, nicht der dieses Haus hinauf nach Freundsberg nach Bauhausprinzipien gebaut hat und möbliert hat auch. Ganz wunderbar. Da ist also die Brücke zu anderen kulturellen und künstlerischen Aktivitäten schon angedeutet. Da ist das, was Tesa das andere nennt, dass man auch den anderen oder die anderen nennen kann, angedeutet. Und das ist etwas Grundentscheidendes beim Einsetzen von Literatur. Dieser Bezug, ja. Und es soll eben nicht das allzu Abstrakte sein, das, wie es Franz Michael Felder, der Vorarlberger aus dem Bregenzer Wald stammende Autor im 19. Jahrhundert, einmal ausgedrückt hat, es soll nicht zu viel Vorausberechnung in dem sein, was Literatur sein soll. Immer Versuche gegeben, jetzt diese Grenze, die der Hannes auch angesprochen hat, diese Grenze irgendwie festzumachen. Wo beginnt sozusagen die Kunst? Was ist jetzt das Kriterium, dass man etwas als Kunstwerk identifiziert? Und wo ist etwas ein Alltagsgegenstand? Wo ist etwas Alltagsliteratur, also Gebrauchstext, Protokolle, Gebrauchsanweisungen für das Handy oder was auch immer, Gebrauchstext, und wo beginnt diese Grenze jetzt zum Kunstwerk? Der Franz Michael Felder schreibt irgendwo da drin über ein anderes Werk, ja, als zu gewollt erscheinend. Mhm. Etwas kann zu gewollt erscheinen. Und das ist eine gefährliche Grenze in der Qualität dessen, was ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin oder ein Künstler anderer Art immer im Auge behalten soll. Das Bemühte sozusagen. Das Bemühte. Travailler pour le certain, nicht Pascal gesagt, ins Unsichere arbeiten und nicht nur das von Anfang an Gewollte umsetzen. Wobei es, um dem Geburtstagskind Hanke noch einmal ganz kurz die Ehre zu geben, also auf der Uni, ich bin ja auch immer studiert, hat es immer geheißen, also einer der großen Unterschiede, wo man es wirklich schön festmachen kann, wo dann halt eben dieses ästhetische Blüh dazukommt, das dann irgendwie aus einem Gebrauchstext einen literarischen Text macht, wobei man die Grenze ziehen, also ich möchte nicht der sein, der sie dann ziehen muss, obwohl ich ein bisschen in die Rolle geschoben worden bin heute. Peter Hanke hat in den 70er Jahren, nageln Sie mich nicht aufs Datum fest, die Fußballaufstellung vom 1. FC Nürnberg 1:1 aus dem Kicker abgeschrieben und in ein Gedichtband hineingetan. Mhm. Das schaut aus wie in der Vorzeitung Kicker, genau gleich mit Puschel Starek spielt zum Beispiel auch mit, also in Österreich. Und da stellt sich dann die Frage, oder wann, was ist jetzt da? Also im Kicker ist es keine Kunst, aber im Gedichtband, in diesem anderen Kontext, kann es Kunst werden. Oder kann es eben literarische Literatur werden, wobei die Literarizitätsfrage dann natürlich eine ist, mit der man Büchereien finden könnte. Ja, das Geigen hat der Marcel Duchamp in den 30er Jahren gemacht, mit Urinoir zum Beispiel. Den Flaschentrockner. Ja, ich wollte jetzt nur Hanke, weil man heute schon mehrfach gehabt hat, als Beispiel hört sich aber natürlich. Aber da war natürlich viel dazu zu sagen. Gell? Ja. Also ich würde sagen, man kann es nicht definitiv festmachen, wer ist es schon, der jetzt wirklich diese Grenze zieht. Aber ich denke, es wird sogar gefährlich, wenn sie gezogen wird, weil dann sind wir wieder in Situationen, dann ist es ein politisches Problem. Also wenn jetzt der Herr Bürgermeister hergeht und sagt, das ist Literatur und das nicht, dann haben wir ein Problem. Und dann ist wichtig, dass wir alle so viel gelesen haben, dass wir aufstehen können und sagen, so nicht, Herr Bürgermeister. Das
Aber beim Bürgermeister, der Germanistik studiert hat, glaube ich es nicht, dass es passieren wird. Man weiß es nicht. Das sieht man offensichtlich. Noch so eine spontane Reaktion auf die kurze Intervention jetzt des Theaterkollektivs. Ja, also ich möchte gerne etwas sagen. Nicht Susanne Fritz? Susanne Fritz. Nein, das ist die Susanne Fritz und das war die Marianne Fritz. Marianne Fritz. Die sind nicht verwandt miteinander. Die Marianne Fritz hat einen Herrn Fritz geheiratet, deshalb heißt sie Marianne Fritz, oder hat geheißen, ist leider schon verstorben. Aber jetzt habe ich die unterbrochen. Ja, aber beide Texte waren für mich persönlich sehr bereichernd. Und was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, ist, also für mich persönlich ist es immer dann Literaturkunst, wenn ich zu staunen beginne und wenn Geschichten erzählt werden, die so noch nicht erzählt worden sind. Und wenn etwas einerseits festgeschrieben wird und trotzdem offen gelassen wird. Und so viel Ambivalenz, wie zum Beispiel in dem jetzt, in dem Fritz-Kollektiv, das hat mich fasziniert, weil das sind Grautöne und Schwarz-Weiß und Vermischungen. Also das ist für mich jetzt was Besonderes. Und vielen Dank für die Frage. Den Vorschlag, dass wir schon langsam das Flugzeug zur Landung bringen, sozusagen. Dass wir jetzt schon langsam abschließen. Ich bedanke mich sehr für die Statements jetzt vom Podium, aber sehr natürlich auch für Ihre Wortmeldungen. Ich denke, wir haben gesehen, dass Literatur durchaus vielschichtig ist, dass Literatur kein Gebrauchstext ist, dass vielleicht Literatur sogar Spezialist ist für Fragen sozusagen. Es ist ja auch ganz wichtig, gute Fragen zu stellen. Das könnte auch ganz, ganz wichtig sein. Andere Bereiche sind sehr gut für Antworten. Vielleicht ist das ein Bereich, wo man die guten Fragen bekommt. Und das braucht es natürlich auch für ein erfülltes Leben, für, wenn man das Leben nicht verfehlen will, wie es so schön einmal geheißen hat. Ich bedanke mich noch sehr, wünsche noch einen schönen Abend und viel zukünftige Literatur. Moment, bitte noch, ja, bitte was. Kann ich meinen Robinson Crusoe wieder?